In dieser Saison war es für Königsblau die erste englische Woche. Die Ausbeute mit 0 Punkten recht mager. Und am Freitag wartet mit Bayer Leverkusen nicht unbedingt ein Aufbaugegner. Wir erwarten ein sehr schweres Spiel. Leverkusen hat das letzte Spiel 3:0 gewonnen und sie sind einfach in einer besseren Situation. Wir müssen uns sehr gut vorbereiten, denn das Spiel ist sehr wichtig für uns. Und das mit Recht, denn erstens sollte man nach zwei sieglosen Spielen wieder Punkte holen und zweitens, es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause und da sollte man schon mit einem besseren Gefühl hineingehen. Dazu ist Leverkusen nicht gerade der Lieblingsgegner, auch wenn man das letzte Spiel in Leverkusen deutlich mit 4:1 gewonnen hat. Zu Hause hakt es seit 4 Jahren. Es ist natürlich immer sehr wichtig, vor der Pause 3 Punkte einzufahren. Wir müssen unser Bestes geben, denn mit 3 Punkten kann man sicherlich viel relaxter in die Länderspielpause gehen. Der Königstransfer der Leverkusener Alario feierte gegen Hamburg einen Traumeinstand, eine Vorlage und ein Tor. Da tut gute Vorbereitung für Matija Nastasic sicher ganz gut. Ja, er hat eine gute Qualität, aber wir schauen nicht nur auf einen einzelnen Spieler, wir stellen uns technisch auf das ganze Team ein. Zwei Niederlagen in Folge, noch sollte einem nicht Angst und Bange werden, denn gegen Hoffenheim war durchaus ein System zu erkennen. Einzig fehlte die Chancenverwertung. Die Ausrichtung des Trainers scheint Form anzunehmen. Ich glaube schon, dass wir in Hoffenheim ein sehr gutes Spiel gemacht haben, leider mit vielen kleinen Fehlern. Wir sollten uns nicht mehr mit der Niederlage beschäftigen, sondern auf unsere neue Art Fußball zu spielen konzentrieren. Und es klappt auch von Spiel zu Spiel besser. Es werden die Punkte und die Tore kommen.